Wollen wir's? Ja, Petri Heil. Ach, du bist's. Was gibt's, du? Ich muss zum Flughafen die Carola abholen. Habt ihr euch wieder vertragen? Du, weiß ich noch nicht. Wieso willst du dann abholen? Du hast ja ein Telegramm geschickt mit Ankunftszeit. Mehr weiß ich nicht. Und in dieser miesen und muffigen Laune willst du sie abholen und begrüßen? Du, ich will sie gar nicht begrüßen. Sondern? Ich will sie nur sehen. Sehen, ob sie mich erwartet oder was es ihr ausmacht, wenn sie mich nicht sieht und wie die mit dem Bram umgeht und so weiter. Detektiv Knick Natterton auf Beobachtungstour. Na klar. Du, ich muss wissen, wie das mit der Carola weitergeht. Wenn es gut geht, dann unternehme ich morgen etwas mit ihr und wenn nicht, und wenn ich am Boden zerstört bin, dann gehe ich mit ihr fischen. Trotzdem, es wäre mir viel lieber, dich glücklich in Carolas Armen zu wissen. Akzeptierst du das? Na klar, okay, ich melde mich. Tschüss. Sprit alle? Was? Ich frage, ob der Sprit alle ist. Nee, wieso? Ja, weil Sie hier Not landen. Ich lande nicht Not. Ich lande. Was denn hier? Ja, deshalb. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin hier zum Kaffeetrinken verabredet. So möchte ich auch mal bei Ihnen landen. Hallo, Frau Kollegin. Hallo. Hallo, Schwester Elke. Hallo, Frau Doktor. Darf ich vorstellen? Ja, wir kennen uns, flüchtig. Wir haben uns schon mal in der Klinik Rodenweiler gesehen. Stimmt. Stell dir vor, dein Kollege hat gedacht, ich hätte vergessen zu tanken, bevor ich starte. Ja, auf so einer kleinen Wiese. So ist so eine prima Landebahn. Mit dem Flo lande ich sogar auf dem Sportplatz. Darf ich mal schauen? Na, gern. Entschuldige bitte. Ach, wenn Achim einen gefunden hat, der sich fürs Fliegen interessiert, dann dauert's lange. Wollen wir Kaffee trinken gehen? Oh ja, gern. Was ist das da? Das ist der Drehzahlmesser. Und das da unten? Das ist der Höhenmesser und das ist der künstliche Horizont. Noch nie geflogen? Doch, doch. Jets. So kleinen Maschinen leider noch nie. Jets ist doch kein Fliegen. Steigen Sie mal ein. Aber kommen Sie hier rum. Schwester Elke. Es muss mal wieder Blut fließen, Herr Schirner. Die Röntgenaufnahmen von Ihnen haben uns auch nicht viel klüger gemacht. Habe ich Ihnen ja gleich gesagt. Röntgenaufnahmen wurden von mir schon in anderen Kliniken gemacht. Gar nichts hat das gebracht. Weiß ich ja. Aber das sind Aufnahmen von der Wirbelsäule. Und? Da haben Sie auch nichts gefunden? Nein. Aber das hilft mit Sicherheit auch nichts. Es benebelt aber. Dadurch werden die Schmerzen erträglicher. Keine Angst, ich bin kein Surfer. Also nicht so viel? Nein, nein. Ist es denn die Bandscheibe? Ein eingeklemmter Nerv, wie Dr. Engel vermutete? Die Bandscheibe ist leicht deformiert. Aber das kann nicht die Ursache dieser Schmerzen sein. Also, wir wissen es einfach noch nicht, Herr Schirner. Deshalb wollen wir jetzt die neue Blutanalyse.
Sie müssen Geduld haben. Geduld habe ich nun schon seit 7 Monaten. Es hat mir nichts gebracht. Wir Mediziner lieben solche unklaren Krankheitsbilder auch nicht, Herr Schirner. Wenn es nach uns ginge, gäbe es nur eindeutige Krankheiten, eindeutige Diagnosen, eindeutige Therapien und zufriedene Patienten. Aber manchmal tappen wir halt im Dunkeln. Bis später. Auch nicht. Ja, vielleicht hat er Termine. Fahren wir. Los. Mögen Sie noch ein Stück Kuchen? Und müssen Sie schon gehen? Nein, nein. Ich frage mich nur, wo Udo bleibt. Da unten steht er. Also keine. Bin ich aber beruhigt. Zuzutrauen ist ihm nämlich alles. So, hier kommt der frische Kaffee. Wunderbar. Dankeschön. Das muss ja höllisch sein. Im Gegenteil, himmlisch. Ja, ich weiß nicht. Wenn Udo sowas machen würde, ich könnte keine Sekunde mehr ruhig schlafen. Ja, so schnell geht das ja auch. Was geht nicht so schnell? Ja, Looping und so. Ich meine, erstmal muss ich starten und landen und vor allem geradeaus fliegen lernen. Ja, wir wollen bald anfangen, seine erste Stunde. Theorie. Theorie von mir aus.
aber Praxis nie. Ja, du sollst ja auch nicht. Udo, wenn du das tust, wenn du jetzt wirklich fliegen, dann gehe ich in die Luft. War ein Anruf für mich? Mehrere. Dr. Ballas von der Universität, Direktor Falk von der Apothekerkammer. Anruf. Nein, keiner. Gut, danke. Ach, das ist für dich. Was ist? Ach so, nein, hat nicht angerufen. Aber vielleicht rufst du ihn an. Ich? Ich habe ihm doch schon ein Telegramm geschickt, damit er zum Flughafen kommt. Na, vielleicht hat er keine Zeit gehabt. Ja, und ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss die Kinder baden. Außerdem war er schon Tage vor der Abreise so merkwürdig. Fast abweisend. Los, ihr Lümmel, ab in die Wanne. Aber heute Abend keine Überschwemmung, ja? Verzeihen Sie, ist gerade Visite? Ich bin Frau Schirner, ich wollte zu meinem Mann. Nein, nein, Sie können zu ihm. Guten Tag. Tag, Frau Schirner. Wie geht es dir? Hm? Wie immer. Du kommst ja oft in letzter Zeit. Na, hör mal, wenn es dir so schlecht geht. Gruß von deiner Mutter, sie kommt morgen. Schau mal, was ich hier habe. Selbst gepresst. Möchtest du gleich mal einen Schluck? Ach, gegen meinen Rücken kommt das Zeug auch nicht an. Es ist auf jeden Fall gut, wegen der Vitamine. Orangen, Zitronen, Pampelmusen, alles Mögliche habe ich da drin. Danke. Du bist so lieb und besorgt und ich... Zum Dank komm, Lächer. So grässlich tut mir der Rücken weh. Haben die Ärzte die Ursache immer noch nicht gefunden? Nein. Für die ist das auch ein Rätsel. Na komm. Oh, schmeckt verdammt bitter. Hast du schon mal süßen Pampelmusensaft getrunken? Orange, Zitrone, Pampelmuse, das tut dir gut. Also wirklich, lieber was Ungesundes, was besser schmeckt. Sei vernünftig. Noch ein Glas, dann ist dein Vitaminbedarf erfüllt. Na komm, trink. Hm. Dr. Brinkmann? Grüß dich, Udo. Sag mal, wie wär's morgen früh denn? Du lieber Himmel, also keine Versöhnung. Du, sie hat sich noch nicht gemeldet. Also, was ist? Morgen früh, 9 Uhr am See? Ja, das ist zu spät. 6 Uhr ist Beißzeit. Sei bitte pünktlich, ja? Oh Mann, 6 Uhr. Na, okay. Dann bis morgen. Tschüss. Anfänger. Im Institut ist er nicht und zu Hause ist er auch nicht.
Ich treffe ihn morgen auf einer Konferenz. Soll ich ihm was sagen? Nein, nein. Ach, das Ganze wird mir allmählich zu blöd. Sie kommen genau richtig. Wieso? Was ist denn? Na, schauen Sie mal. Der ist ja tot. Das habe ich mir beinahe gedacht. Ach, Herr Borsdorf, es hat Zeit. Nein, nein, kommen Sie mal. Was gibt's? Das soll nicht wahr sein. Tja, ist es aber. Vor anderthalb Stunden hat ihm seine Frau noch die Geschenke gebracht. Machen Sie doch bitte mal die Tür zu. Waren Sie die ganze Zeit hier? Nein, ich war im Park. Da habe ich Frau Schirner auch gehen sehen. Vor einer Stunde etwa. Und als Sie zurückkamen, war er schon so? Ja, also ich dachte, er schläft. Erst als ich das Tablett runtergeschmissen habe und er davon nicht wach wurde. Danke. Warten Sie bitte draußen. Ja. Ich veranlasse die Formalitäten. Rufen Sie bitte Frau Schirner an. Hm. Was sagen Sie zu dem Fall Schirner? Tja, was soll ich dazu sagen? Herzversagen vermutlich, nicht? Seine Herzschwäche war doch eigentlich ganz unbeträchtlich. Tja. Und wenn sein Leiden auf einem Infekt beruht, dann kann es natürlich möglich sein, dass der Herzstillstand auch damit zusammenhängt. Sicher. Naja, vielleicht findet Römer noch die exakte Ursache. Tja. Bis morgen. Bis morgen. Wiedersehen.
plötzlicher Herzstillstand. Aha. Herr Borsdorf, Frau Schirner ist nicht zu Hause. Ich weiß. Woher denn? Na? Gott sei Dank ist er raus. Ich meine, es ist doch nicht gerade angenehm, mit einem Toten zusammenzuliegen. Tja, ja, ja. Die arme Frau. Jemand anders war nicht hier? Außer seiner Frau? Nein. Das heißt, ich war ja eine Stunde im Park. Aber es kam ja nie jemand zu ihm außer seiner Frau. Aufgefallen ist ihm nichts. Was denn? Naja, irgendwas. An seinem Verhalten oder an ihrem. Er hatte große Schmerzen und sie war nett wie immer. Wieso denn? Nur so. Haben Sie die Analyse von Schirner gemacht? Ich sitz gerade drüber. Nichts Besonderes, oder? Ich weiß noch nicht genau. Wie ist der Zucker? 130. Ganz gut also. Cholesterin? Ah, nicht so gut, 295. Triglycerid? Fast ideal. Okay, bringen Sie alles zu mir, wenn Sie fertig sind. Ist recht. Guten Abend. Hier ist noch was. Ich habe seit anderthalb Stunden Feierabend. Ich habe nie Feierabend. Sie verdienen ja auch mehr. Okay, dann mache ich es eben selbst. Der Schlüssel kommt ins Chefzimmer und das schließe ich ab. In Ordnung? Meinetwegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich auch. Du fährst zum Angeln? Ja, mit Udo. Sag mal, mein Telegramm hast du wohl nicht bekommen? Dein Telegramm, doch, das habe ich bekommen. Ich war auch im Flughafen, nur als ich euch gesehen habe, du, da habe ich keine Lust mehr gehabt, dich zu begrüßen. Ach, hattest du nicht? Nee. Wenn hier jemand was zu erklären hat, dann bist du das. Ist nicht nötig. Hab ja Augen im Kopf. Ach, und was siehst du mit diesen Augen? Du, bitte brüll mich nicht an, mitten auf der Straße. Ja, dann lass uns zu dir nach oben gehen. Wir gehen nicht zu mir nach oben, weil ich jetzt mit Udo zum Fischen fahre. Ach, und das ist dir wichtiger? Was ist mir wichtiger? Dir ist ja auch der Bram wichtig. Haben wir doch eine gute Übereinstimmung, oder? Komm, lass uns zu dir ins Auto sitzen. Na los, steig schon ein. Die Minute wirst du haben. Also, jetzt mal konkret. Was habe ich mit Bram? Okay. Ihr küsst euch, ihr knutscht, ihr umarmt euch. Vor der Reise, nach der Reise, in der Öffentlichkeit. Was ihr während der Reise gemacht habt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da wage ich gar nicht dran zu denken.
ist auch keine Antwort. Doch. Und wenn es sonst noch Zweifel geben würde, du. Die Frau Braun war bei mir. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Ach, die Frau ist eifersüchtig. Ohne Grund. Genau wie du. Ohne Grund? Ja. Sag, man muss eine Beziehung so zu Ende gehen? Mit Lügen, mit seelischer Zerstörung. Warum hast du nicht einfach den Mut und sagst, ja, ich liebe den? Du, ich halte dich bestimmt nicht zurück. Und jammere dann, verlass mich nicht. Borsdorf. Mann. Jahre höre ich nichts von dir. Und dann Sonntag früh um 8. Ist wichtig. Du, kannst du mich in einer Stunde im Gerichtsmedizinischen erwarten? Kann ich. Tue ich aber nicht. Es handelt sich um Mordverdacht. Ja, dann wende dich an die Polizei. Ich brauche noch Indizien mit deiner Hilfe. Außerhalb der Legalität tue ich schon gar nichts. Kurt, soll ich dich erinnern, was ich für dich sozusagen hart am Rand der Legalität alles schon gemacht habe? Nein, 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 bloß nicht. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Also, gut, in einer Stunde? Na siehst du, leg schon mal Literatur bereit. Blutgifte. Alles, was an Erkenntnissen über alkaloide Glykoside und tropische Schlangengifte vorhanden ist. Du bist aber bescheiden. Giftpilze interessieren dich gar nicht, was? Da bin ich nicht so sicher. Also quatsch jetzt nicht so viel. Bis dann, ja? Ja, bis dann. Ach. Viertelstündchen kann ich noch. Mist. Herzlichen Dank, dass du mich geweckt hast. Und? Was hast du gefunden? Blutbildveränderungen, merkwürdige Gerinnungsvorgänge. Das kann aber auch von sonst was sein. Durch unvorhergesehene chemische Verbindungen, durch Schock oder Infektion. Das will ich ja gerade von dir wissen. Du hast hier die Möglichkeit, alle Substanzen zu analysieren. Was du nicht sagst. Ohne Obduktion tapp ich da genauso im Dunkeln wie du. Eine Obduktion würde die Frau des Verstorbenen nie zustimmen. Und sie weiß auch warum. Du verdächtigst sie? Ja. Aber die Beweise sind dürftig. Denn erstens, ein Rückenleiden hat kaum einen Herzstillstand zur Folge. Und zweitens, die Frau eines Schwerkranken lässt sich mit einem anderen ein. Seit wann kommen deine Argumente aus dem Bauch statt aus dem Kopf? Wenn du mit dem Gemecker fertig bist, geh an die Arbeit, ja? Gut. Dann mache ich erst mal einen Gerinnungsnachweis. Ach, du traust mir wohl nicht. Es ist also aus. Du, ich glaub schon. Die hat mir eine Ohrfeige verpasst. Mit so viel hast du. Du irrst dich, dann ist es noch nicht aus. Was? Eine Frau schlägt nicht den Mann, den sie nicht mehr liebt. Woher hast du denn diese Weisheit? Vom Kalenderblatt? Ich bin weise. Du wirst schon sehen. Promille. Lösen keinen Herzstillstand aus. Weiß ich. Analgetika auch nicht, aber es erschwert die Analyse. Jedenfalls, die pH-Werte sind aus dem Gleichgewicht. Die alkalischen Bestandteile
Wir sind reduziert. Aber wodurch? Wodurch? Die Alexine. Moment mal. Ja. Die natürlichen Abwehrstoffe sind hier. In der ersten Blutentnahme vollständig nachzuweisen. Hier in der zweiten Blutentnahme sind sie weg. Ach. Und was heißt das? Dass sie zerstört sind durch Kapillargifte. Es könnte sich dabei um ein Schlangengift handeln. Moment mal. Muss das nicht intravenös oder in die Muskulatur injiziert werden? Das klappt auch oral. Hier. Nur dauert es ein bisschen länger. Wenn es sich wirklich um dieses seltene südamerikanische Schlangengift, Estrocal, handeln sollte, schmeckt man das nicht? Sicher. Im Himbeerpudding oder einer Praline, einem bitteren Schnaps oder ungesüßten Zitronensaft schon weniger. Kurt, ich danke dir. Kann ich das hier mitnehmen? Ja, natürlich. Kann ich mich jetzt wieder hinlegen oder brauchst du mich noch? Hinlegen, ja. Brauchen, nein. Entschuldigung. Komm, sei nicht so. Ich will zum Rockfest nach Stuttgart. Das glaube ich. So siehst du auch aus. Was gegen Rock, Opi, ha? Vor allem habe ich was dagegen, dass du mich Opi nennst. Ich fahre auch nicht nach Stuttgart. Aber in die Richtung. Meinetwegen. Steig ein. Anschnallen. In der Dröhne, OP. Was? Wo? Im Radio. Hey, 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 hey. Na schön. Dann erzähl mir mal was. Was macht dich für meine Bauchverwertung? Oder hast du gar keine Fleischkonservenfabrik? Machst du Textil? Übrigens. Schöne Stöffchen. Okay, okay. Ich gehe auf Tauchstation. Komm, komm, mein Auto ist keine Räucherkammer, ja? Oh Mann, ey! Quatschen darf ich nicht, qualmen darf ich nicht. Hältst du mal? Ich muss mal. Da. Fahr aber nicht weg, Opi. Du gefällst mir. Komm, beeil dich, ich habe nicht so viel Zeit.
Hey, ich muss fahren, ich hab's eilig. Sie sind ja da. Ja, aber nicht mehr lange. Was ist da? Schauen Sie doch mal. Ist das Ihre Analyse? Die vom Gerichtsmedizinischen Institut. Römer sollte den Totenschein ergänzen. Nicht Herzstillstand, sondern Herzstillstand durch Östrogalvergiftung. Haben Sie schon irgendeinen Verdacht? Ja. Frau Schirner. Wir können doch wohl davon ausgehen, dass bei diesem Befund die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnet. Ich bin kein Toxikologe. Ich kann das nicht stichhaltig nachprüfen hier. Frau Schirner hat einen Liebhaber. Ach so, sie hat einen Liebhaber. Schnüffeln Sie auch schon in Schlafzimmern, was? Herr Kollege, Frau Schirner ist nicht irgendwer. Die ist Lehrerin. Lehrerin am Gymnasium für Chemie und Biologie. Hobby? Die Indianerkulturen Südamerikas. Und Östrogal ist ein südamerikanisches Schlangengift. Und nun? Und nun warte ich darauf, dass Sie Ihr Sakko auch ausziehen und sich von mir dieses Gutachten erklären lassen. Liegt da vorne. Ja, ich gehe gleich hin. Wie sieht's denn aus? Das ist ein Schädelhirntrauma. Was wird, kann ich nicht sagen. Aber Kreislauf und Atmen sind stabil. Hm. Herr Kommissar, wir haben hier bei der Verletzten einen Ausweis gefunden. Es handelt sich um eine Marlies Bösken aus Freiburg-Ringstraße. Na ja, dann wissen wir wenigstens, wer sie ist. Herr Kommissar, ein Zeuge wartet im Büro auf Sie. Ja, ich komme gleich mit. Kein öffentlicher Parkplatz. Ja, suchen Sie was? Ja. Wir wollten zur Marlies Bösken, aber wir finden Ihre Wohnung nicht. Ach, die ist da im Hinterhaus, da in der alten Schlosserwerkstatt. Da müssen Sie durch die Toreinfahrt gehen, aber sie ist nicht da. Woher wissen Sie das? Weil sie als Anhalterin eingestiegen ist, zu einem, der aus dem Institut kam heute Morgen. Hat sie was ausgefressen? Wieso? Macht sie das öfters? Ach, Gott, ja. Leute ärgern, provozieren, ja. Den Mann, zu dem sie eingestiegen ist, den hat sie auch vorher angemacht. Ein bisschen ausgeflippt, die Kleine. Ja, ja. Na, die Autonummer von dem Mann, der aus dem Institut kam, aber ist aber nicht zufällig, ne? Na klar habe ich die. Der hat doch vorher die Mülltonne umgerissen beim Einparken. Das war FRPC 311, ja. Na, hervorragend. FRPC 311.
Tag, Herr Kollege. Guten Tag. Sie ist überfallen worden. Wir bringen Sie, weil wir in Litzbühel keine Intensivstation haben. Ich weiß, wir haben alles vorbereitet. Geröntgt ist sie. Da sind die Röntgenbilder und ihre Papiere. Vielen Dank. Weiß man was über die Ursachen? Ja, jemand hat ihr im Wald mit einem dicken Knüppel über den Kopf geschlagen. Ist die Polizei schon verständigt? Ja, ja, die Polizei hat sich ja zunächst in die Krankenstation Litzbühel einliefern lassen. Noch andere Verletzungen außer der Schädelverletzung? Nein, es sei denn, die in Litzbühel hätten sie noch nicht diagnostiziert. Ja, das reicht ja auch. So den Verband langsam lösen. Soll ich Borsdorf rufen? Nee, muss nicht sein, mach ich selbst. Können Sie sich erinnern, ob er irgendwas von den Dingen, die seine Frau mitgebracht hat, zu sich genommen hat? Ob er was? Ob er was gegessen oder getrunken hat? Nee, das heißt, ich weiß nicht. Frau Schirner hatte ihm ja etliches mitgebracht. Obst, Kekse und so. Und dann bin ich ja in den Park hinausgegangen. Fehlte nichts von dem Obst? Oder was anderes? Wie soll ich denn das wissen? Ich schaue doch nicht nach, was er gekriegt und was er davon gegessen hat. Nur, Moment mal. Eine Flasche Saft hatte sie auch mitgebracht. Und davon hat sie ihm zu trinken gegeben? Weiß ich nicht. Nicht, als ich noch da war. Aber als ich zurückkam, war die Flasche weg. Kekse, Obst und so waren noch da, die Flasche nicht. Das wissen Sie genau? Ja, sie hatte noch gesagt, was alles drin ist in dem Saft. Zitronen, Orangen, Pampelmusen. Die Flasche war weg, als ich zurückkam. Das weiß ich hundertprozentig. Mhm. Was ist denn eigentlich los? Nichts weiter. Ich will es nur wissen. Kriminalpolizei. Ich möchte zu Dr. Borsdorf. Ja, der steht dort hinten. Ah ja. Haben Sie die Polizei schon informiert über den Fall Schirner? Nein. Sie? Nein. Guten Tag, Herr Dr. Borsdorf. Ja, das bin ich. Ich bin Kommissar List. Kann ich irgendwo ungestört mit Ihnen reden? Da im Arztzimmer. Soll mein Chef nicht dabei sein? Er ist informiert. Ah ja? Na sicher. Das ist doch nicht meine Privatangelegenheit. Saßen Sie mit im Auto? In welchem Auto? Wir denken, Sie kommen wegen dem Todesfall Schirner. Schirner? Nein, keineswegs. Na so, na, bitte. Danke. Das hätte mich ja auch gewundert, wieso Sie das schon wissen. Es ist nämlich noch keine Meldung an die Staatsanwaltschaft erfolgt. Ach so, ja, ja. Sie reden offenbar von was anderem. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich bin wegen der Marlies Besken hier. Kennen Sie die? Nein. Soll das eine Patientin von uns sein? Jetzt ja. Vorher nicht. Vielleicht könnten Sie mal präziser sein. Ja. Ein Kaffee? Ja, gern. Waren Sie heute Morgen in Freiburg? Ja. Beim Gerichtsmedizinischen Institut? Ja. Haben Sie Ihre Anhalterin mitgenommen? Ja. Wieso behaupten Sie dann Marlies Besken nicht zu kennen? Nö, die Anhalterin hat sich mir nicht vorgestellt. Sie war nicht von so vornehmer Art, wissen Sie? Ach so, ja. Wo war denn die Fahrt zu Ende? Meine hier, ihre irgendwo an der Hochstraße. Sie musste mal, in die Büsche musste sie mal. Sie kam nicht wieder und ich bin allein weitergefahren. Ja, das glaube ich Ihnen. Nun reicht's aber, ja? Was ist los? Sie wissen wohl gar nicht, dass die Marlies Besken jetzt hier bei Ihnen liegt. Nein, ich hatte wegen der Sache Schirner, von der Sie ja noch nichts wissen. Es kümmern sich ja nicht immer alle Ärzte um eine Einlieferung, verstehen Sie? Was fehlt ihr? Ach, da müssen Sie Ihre Kollegen fragen. Jedenfalls wurde sie niedergeschlagen mit einem dicken Knüppel. Bewusstlos. Sie glauben aber nicht zufällig, dass ich das war. Doch. Was? Doch. Dort, wo sie mal musste, wie Sie das ausdrücken, wurde sie auch gefunden. Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Wohin? Ja, sehr lustig. Zur Polizei natürlich. Ah, Herr Professor, waren Sie schon bei Marlies Besken? Ja. Wie geht's ihr? Wieso kennen Sie sie? Er kennt sie. Er ist hier, um mich festzunehmen. Ich habe sie nämlich halb totgeschlagen. Bitte? Darf ich das als Geständnis auffassen? Natürlich! Ich schlage Punkerinnen reihenweise nieder. Dafür bin ich doch bekannt. Bitte?
Haben Sie die anderen 347 noch nicht gefunden? Ach, glaube Sie ja nicht, nur weil Sie Arzt sind. Ich gehe mit, sonst legt er mir hier noch Handschellen an. Wenn Sie so freundlich wären, den Staatsanwalt in Sachen Schirner. Mache ich, ja. Damit die wenigstens wissen, was ich auf dem Gerichtsmedizinischen Institut zu suchen hatte. Ich erkläre es Ihnen später, ja? Ja. Es wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Es wundert mich kein bisschen. Mich schon. Was Sie für dummes Zeug wieder zusammenreden. Ach, lieber Herr Dr. Laudern, Ihnen fehlt doch jeder Blick für die Realität. Also, wo haben Sie geparkt? Hier ungefähr. Das Mädle stieg aus und dann? Habe ich mir die Füße vertreten. Ach, Sie sind nicht gleich hinterher gelaufen. Wozu? Soll ich hier beim Pinkeln zugucken oder was? Aber später habe ich so nach Ihr Ausschau gehalten. Ja, da bin ich rein. Also, bitte. Ja, bis hierher ungefähr bin ich gegangen. Und dahinter lag's? Da habe ich gar nicht hingeguckt. Irgendwie war ich ja ganz froh, dass sie nicht wieder auftauchte. Sie ist mir ganz schön auf den Keks gegangen mit ihrer Provokation. Hat sie das geärgert? Ja, aber ich habe ihr deshalb nicht auf den Kopf gehauen. Ich hatte keine Zeit, verstehen Sie? Ich wollte so schnell wie möglich in die Klinik, um die Analyse im Todesfall Schirner. Ja, das habe sie schon gesagt. Das interessiert aber jetzt nicht. Ja. Kommen Sie mal. Würde Sie bitte mal da reintreten. Na und? Ich war hier, das habe ich Ihnen doch gesagt. Hören Sie mal, ich werde langsam sauer. Mir passt Ihre Ermittlungsmethode nicht. Und mir passen Ihre Ausflüchte, Herr Doktor. Fahren wir. Setzen Sie mich an der Klinik ab? Nein. Sie wohnen ab jetzt bei uns. Ich werde Haftbefehl beantragen. Ja, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Und jetzt Sie, macht doch mal Herrn Sander. Bitte? Ich suche Herrn Sander. Er kommt da gerade mit der Maschine rein. Ja. Dankeschön. Hallo, guten Tag, Frau Doktor. Darf ich vorstellen, Herr Professor Alexander Vollmers, eine Kollegin Frau Plesser. Hallo. Frau Doktor, sind Sie das Ding selbst geflogen? Ja, schon, aber unter seiner Aufsicht. Das ist wie in einem Fahrschulauto. Wenn ich was falsch mache, greift er sofort ein. Aha, Gott sei Dank. Ja, was ist mit dir? Wolltest du nicht heute? Ja, jederzeit. Na, dann komm, los. Ja, dann bin ich doch schon weg. So, wir beginnen mit dem Außencheck. Wichtig ist dabei die Fremdkörperkontrolle. Dabei achten wir auf eventuelle Beschädigung des Propellers. Das gleiche gilt für die Tragflächen. Das Querruder. Das Höhenruder. Und das Seitenruder. Dabei achten wir besonders auf die Aufhängung hier. Ja, das ist außen erstmal alles. Setz dich mal rein, den Rest erkläre ich dir drin. So, und jetzt erkläre ich dir erstmal alle wichtigen Fluginstrumente. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, Elke. Das ist leichter als Autofahren. Keine Einbahnstraßen, kein Stoppschild, kein Überholverbot. Ja, und auch keine Bremsen. Jetzt gehen wir was trinken. Komm. Komm, wir gehen was. Also, dann schneiden wir uns mal an. Das machen wir zu. Nicht ganz. So, dann machen wir den Hauptschalter ein. Zusammenstoßwarnlicht, den Mixer nach vorn, die Benzinpumpe ein und den Schubzahnschlüssel drehen. Ja. Und jetzt den Hauptschalter für das Funkgerät einschalten. Ja. Donau-Esching-Info.
Delta Echo Foxtrot Charlie Golf, guten Morgen. So fest die Ruder bewegen. Ganz weich. Ein Flugzeug muss man behandeln wie eine Frau. Zart und vorsichtig. Ja. Wo liegt denn Ebisbach? Da unten. Hallo. Herr Professor. Wie geht es? Ach, wunderbar. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mir geht's wunderbar, danke schön. Und wie geht's dir, Frau Doktor? Ja. Ebenfalls prächtig. Na, prima. Ah. Vor allen Dingen diese Stille. Das Udo kommt. Schauen wir mal. Wer ist denn das? Mein Vater und Christa. Aha. Fliegen wir noch mal eine Schleife? Dann blick doch mal zurück. Tja. Sag mal, ob ich das in meinem Alter auch noch schaffe? Was? Naja, fliegen, was sonst? Lern erst mal gehen. Natürlich kommt er nicht zum Dienst, wenn er verhaftet ist. Was denkt ihr denn? Der bringt doch keine Punkerin um. Hat er eine Frau, eine Freundin oder sonst irgendeinen Menschen? Privat meine ich. Solche Einzelgänger sind doch unberechenbar. Der Staatsanwalt Bayer. Guten Tag. Wahrscheinlich ist der Staatsanwalt wegen dem plötzlichen Tod von Herrn Schirner gekommen. Ach, glauben Sie jetzt auch an das Märchen, dass der Schirner vergiftet worden ist? Womöglich von seiner eigenen Frau. Das ist eine sehr feine, gebildete Dame. Eine durch und durch gefestigte Persönlichkeit. Ich kenne sie vom Kulturkreis. Der Bostoff sollte sich was schämen, solche Verdächtigungen zu äußern. Das haben wir vielleicht gern. Selber ein schlechtes Gewissen haben und andere verleumden. Niemand verleumdet mit so viel Begeisterung wie Sie. Sprechen Sie mit mir? Ja. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Das melde ich. Herr Mühlmann? Herr Mühlmann? Ich habe keine Zeit, Oberschwester, ich habe keine Zeit. Herr Mühlmann, der Laudan. Na, was ist der denn? Der Herr Laudan behauptet, niemand würde mit so viel Begeisterung verleumden wie ich. Ich habe sehr viele Zeugen dafür. Na, wenn er recht hat, hat er recht, Oberschwester. Was? Das ist nun wirklich der Gipfel. List, Kriminalpolizei. Ihr möchtet in die Intensivstation zur Marlies Besken. Das geht im Moment nicht. Ist sie wieder bewusstlos? Nein, das nicht. Aber der Chefarzt will mit rein. Und er spricht noch mit dem Staatsanwalt. Da kommt er ja. Danke, List. Danke, Staatsanwalt. Es hieß, ich könnte mit dem Mädchen reden. Ja, aber nur kurz. Kommen Sie mit. Tja, was soll ich denn jetzt machen? Fräulein Bösken, hier ist Kommissar List.
Sind Sie in der Lage, ihm ein paar Fragen zu beantworten? Ich möchte vor allem wissen, ob es dieser Mann war, der Sie niedergeschlagen hat. Das weiß ich nicht. Ich wurde ja von hinten niedergeschlagen. Ich hatte keine Gelegenheit, mich umzudrehen. Hatte sie vorher, ehe sie aus seinem Wagen gestiegen sind? Es war doch sein Wagen. Ja. Hatte sie vorher einen heftigen Streit? Wollte er ihnen in irgendeiner Weise Gewalt antun? Der mir? Wiedersehen, Herr List. Können wir noch kurz mit Ihnen reden, Herr Professor? Ja, aber wirklich nur kurz. Ich habe noch in einer anderen Sache mit der Polizei zu tun. Kommen Sie. Tja, ich will eigentlich nur wissen, was Ihr Eindruck von Dr. Borsdorf ist. Als Kollege und Mensch, würde Sie ihm sowas zutrauen? Ich traue niemandem zu, ein junges Mädchen so brutal niederzuschlagen und Borsdorf schon gar nicht. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Danke. Naja, irgendjemand muss es ja gewesen sein. Wenn ich mal so einfach fragen darf, ist er ein guter Arzt? Auch im Sinne der Menschlichkeit ein guter Arzt? Ja. So, so. Ihr habt gehört, dass Dr. Borsdorf einem Giftmord auf die Spur gekommen zu sein glaubt. Er glaubt es nicht nur, er ist es. War deshalb Staatsanwalt Bayer bei Ihnen? Ja. Liegt das auch in Ihrer Zuständigkeit? Eigentlich nicht. Dr. Borsdorf nannte mir nur die Gründe für seinen Besuch beim Gerichtsmedizinischen Institut und warum er so in Eile war und so weiter. Tja, merkwürdig wäre das schon, wie? Was denn? Wenn jemand, der einen Mord aufdeckt, selber einen begeht, einen versuchten Mord, besser gesagt. Am selben Tag. Und so ganz nebenbei. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein. Ich habe zu tun. Na ja, wir werden ja sehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Herr Professor. Lieber Professor, ich dürfte gekränkt sein. Ach so? Und warum? Sie verdächtigen mich, Ihnen die Freundin auszuspannen. Ja, Carola hat mir davon erzählt. Hier geblieben. Mir sind solche Debatten zuwider. Mir auch, aber manchmal müssen sie sein. Besonders, wenn jemand so borniert ist wie Sie. Trotzdem will ich es kurz machen. Ich habe nämlich auch keine Zeit zu verschenken. Ich habe kein intimes Verhältnis mit Carola. Und jetzt setzen Sie sich. Also das, was ich gesehen habe, das... Hält einer ernsthaften Überprüfung nicht statt. Erstens. Am Tag vor unserer Reise nach Korsika, als Sie noch mal zurückkamen, weil Sie Ihr Aktenköfferchen vergessen hatten... Da umarmten Sie sich gerade. Es ist schade, dass ich nicht näher bei uns stand. Dann hätten Sie nämlich gehört, dass ich Carola zum... Geburtstag gratulierte. Sie haben mir nämlich nicht gratuliert. Vergessen. Sie waren über eine halbe Stunde bei ihr und haben auch angesichts der vielen Blumen, die dort herumstanden, nicht gefragt, was eigentlich los ist. Naja, sie hatten vermutlich den Kopf voll von Arbeit. Spielt ja auch keine Rolle. Jedenfalls, sie gingen ohne zu gratulieren und ohne Geschenk. Und Carola war, als ich kurz darauf kam, ein wenig deprimiert. Und ich habe sie dann in den Arm genommen und ihr klargemacht, dass so eine kleine Unterlassungssünde nicht viel zählt. Was ist? An diesem Tag vor der Reise, das war der 11. August? Sehr richtig. Zweitens, am Flughafen, bei unserer Rückkehr, wo Sie sich wie ein beleidigtes Kleinkind versteckten, anstatt Carola zu umarmen, habe ich sie liebevoll umfasst,
weil Sie nicht da waren. Auf der ganzen Flugreise hat sie von nichts anderem als von Ihnen gesprochen. Und zum Schluss noch was. Ich mag Carola sehr. Sie fasziniert mich. Nicht zuletzt ihre Art, wie sie mit meinen Kindern umgeht. Sie erfüllt mein Haus mit Wärme. Und davon bekomme ich auch Wasser. Und was sagt Ihre Frau dazu? Ich weiß, Fulmers. Ich habe gleich zwei davon zu überzeugen, dass ich keine delikaten Beziehungen zu Carola habe. Sie und meine Frau. Dann muss ich mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Nein. Ich glaube, ich brauche jetzt doch einen Cognac. Bitte. Dieser 11. August, da muss ich völlig weggetreten gewesen sein. Ich mag mich auch erinnern, dass da so viele Blumen herumstanden, aber ich habe das nicht realisiert. Nee, ich muss noch kurz ins Büro. Wollen Sie nicht hier bleiben und warten? Auf Carola? Nein, das muss ich mir erst verzeihen. Ich kann doch nicht einfach vor Sie hintreten und sagen, Entschuldigung, Liebling. Nein? Nein, da schäme ich mich zu sehr. Ja, das dürfen Sie auch gerne. Darf ich Carola einen Hinweis geben, wie lange dieser Prozess in etwa dauern wird? Und seien Sie nicht so streng mit sich. Hm? Naja, ich bin nicht nur ein bisschen beschämt, sondern auch ganz froh. Ich liebe Sie nämlich. Frau Schirner ist da. Ich lasse bitten. Gut. Also, alles klar? Keine Sorge, ich mache das schon. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Schirner. Wenn ich Ihnen zuerst mein Beileid aussprechen darf. Danke. Nehmen Sie Platz, bitte. Sie haben sich ja wohl alle Mühe gegeben, Sie und Ihre Kollegen. Da bin ich nicht so sicher. Man hat möglicherweise Fehler gemacht. Unterlassungsfehler vielleicht nur, aber immerhin. Ich will die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Nicht auf sich beruhen lassen? Es muss doch auch in Ihrem Interesse liegen, zu erfahren, ob die mir unterstellten Ärzte vielleicht Fehler gemacht haben, nicht? Vielleicht könnte Ihr Mann bei sachgemäßer Betreuung noch leben. Sie würden doch sicher einer Obduktion zustimmen, nicht? Nein, wozu? Er ist tot. Es kann aber einen Schuldigen an diesem Tod geben. Nein. Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Mein Mann soll unversehrt ins Grab. Und an einen Behandlungsfehler glaube ich nicht. Auch nicht an eine Verletzung der Fürsorgepflicht. Frau Schirner, die Staatsanwaltschaft kann auf dieser Obduktion bestehen. Und wenn Sie nicht einverstanden sind, dann kann das unter Umständen ein ungutes Licht auf Sie werfen. Sie meinen, es wird so und so obduziert? Ja. Könnten Sie denn nicht, wenn Sie die Obduktion durchführen würden, der Polizei das Ergebnis... Was? Vorenthalten? Ja. Wenn es so ausfallen sollte, dass jemand denken könnte... Frau Schirner... Die Polizei versteht doch nichts von Medizin, oder? Nur Sie. Nur Sie. Und wenn Sie sagen, dass es keine Hinweise auf einen unnatürlichen Tod gibt... Er ist doch nun einmal tot, mein Mann. Und ob nun infolge eines Unfalls, eines Infarktes oder durch Gift... Oder? Wie kommen Sie auf Gift, Frau Schirner? Ist das als Geständnis zu verstehen?
Verzeihung. Ja? Geht's ihr besser? Dieser Margit Bössel? Wem? Ja, wie heißt sie denn? Heißt sie nicht Blössel? Bösken, Marlies Bösken, meinen Sie vielleicht? Ja. Wie geht's ihr denn? Wieso? Sind Sie ein Verwandter? Nein, nein. Nur ein Freund. Ich will Sie auch gar nicht besuchen. Nur hören, wie es ihr geht. Und dass Sie ihr bitte die Blumen geben. Bitte. Ja, aber wenn Sie ein Freund sind, können Sie sie gerne besuchen. Nein, nein. Nur einen schönen Gruß, ja? Ja. Von wem denn? Kurt. Ich heiße Kurt. Und geben Sie ihr die Blumen? Ja. Es ist sehr wichtig. Mhm. Und sagen Sie ihr... Nein, sagen Sie nichts. Gut. Ach doch, sagen Sie ihr... Sagen Sie, dass es mich sehr freut, dass es ihr besser geht. Ich meine, sie wird es mir nicht glauben, aber es freut mich wirklich. Ja, das können Sie ihr sagen. Hier, halt mal einen Moment. Kurt! Ja? Haben Sie ihr die Blumen gegeben? Ja, natürlich. Und? Ist sie mehr böse? Mm-mm. Ist nicht mehr böse. Nicht mehr böse. Ist gut. Nein, bestimmt nicht. Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Tja, warum? Da lag so ein Ast. So, ich meine, größer, ja. Stärker. Ja, ich habe ihn aufgehoben. Mhm. Und mein Arm hat es gewollt. Mein Arm, was sollte ich dagegen tun? Es geschah plötzlich. Mhm. Und sie ist mir wirklich nicht mehr böse? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Wollen wir das nicht auch den anderen erzählen? Ja. Ja? Frau Schirner hat gestanden. Sie wollte an die Lebensversicherung ihres Mannes. Und einen Geliebten hat sie auch. Und wissen Sie, wer das ist? Der Agent, der den armen Herrn Schirner versichert hat. Ja, ja, ich hab's gelesen. Ja, hätten Sie das gedacht? Bisher nicht, jetzt ja. Und um unseren Oberarzt steht's ja auch nicht besonders gut, ne? Nein. Können wir jetzt arbeiten? Entschuldigung, natürlich. Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Ich bin der Macker von Marlies Bösken. Der was bitte? Der Macker. Aha. Und welche Macke haben Sie? Sei gemütlich, Tante. Wo finde ich Marlies? In der Maskerade überhaupt nicht. Im Zimmer von Marlies liegt eine Patientin mit Bluthochdruck. Die könnte ja der Schlag treffen. Echt schrullig, die Tante. Warum hebt die so ab? Vor Zorn. So was wie dich hat sie noch nie gesehen. Oh, doch. Aber im Zirkus. Und dies hier ist kein Zirkus, das ist eine Klinik. Herr Mühlmann. Ja, was ist, Oberschwester? Dieser Junge will in diesem Aufzug Marlies Bösken besuchen. Ja, Aufzüge sind doch dazu da, dass man damit... Herr Mühlmann, in diesem Anzug und mit der Frisur. Na und? Herr Professor. Ja, was... Ach, kommen Sie doch bitte mal. Ja. Darf ich mal eben... Dieser Herr hier ist der Macker von Marlies Bösken. Ach, das ist der... Von Marlies Bösken. Na schön, dass die mal Besuch kriegt, hören Sie. Ich wohne in Mannheim, mein Bock war kaputt. Ah, Ihr Bock war kaputt. Naja, Marlies ist jetzt über den Berg, nicht? Was haben Sie denn für einen Bock? Honda, 500er Chopper. Menschenskind wie ich. Mit dem Affentitten-Turbogeilen Lenker. Ach, mit dem Na, den habe ich natürlich nicht. Sagen Sie, da muss ich Sie was fragen. Kommen Sie mal mit mir. Glauben Sie nicht, dass man meine Maschine auch noch ein bisschen frisieren kann? Ich meine, könnten Sie mir das vielleicht... Was grinst du denn so blöd? In der Klinikordnung unter Paragraph 24 steht, Personal und Besucher haben gleichermaßen den allgemeinen Vorstellungen von Sitte und Anstand zu entsprechen. Richtig. Und zwar in Kleidung und Auftreten. Ihr Auftreten ist aber auch ganz schön gewagt. Was ist los? Ein Unterrock blitzt. Aber wirklich, Oberschwester.
Also sowas Albernes und Dummes ist mir in meinem ganzen Leben... Also da ist ja im Kindergarten noch Gold dagegen. Ja? So, da bin ich wieder. Lange genug hat es ja auch gedauert, nicht? Ja. Wollen Sie Kaffee? Gerne. Zwei Kaffee, Meister. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Na, wissen Sie, es ist ja auch ein Verwaltungsvorgang, so eine Haftentlassung. Das ist wie bei uns. Ohne Bürokratie geht gar nichts. Unterschriften, Papiere, Bescheinigungen. Muss ja alles seine Ordnung haben. Sie wissen, als Täter ist ein Freigänger aus der Psychiatrie Borkenweiler festgenommen worden, nicht? Tja, hat man mir alles gesagt. Engel war da ja mächtig auf Zack. Dankeschön. Ich habe ihm auch schon gedankt. Ja, ich bin jedenfalls erstmal kolossal erleichtert. Ich auch, mein Lieber, ich auch. Aber so etwas hätte natürlich nicht passieren dürfen, nicht? Und dass Frau Schirner inzwischen gestanden hat, das wissen Sie auch. Ich bin der große Sieger, ja. Nur fühle ich mich nicht so. Und diese Marlies, macht Fortschritte? Ja. Dann kann ich sie mal sprechen. Natürlich. Aber wenn Sie sich noch ein bisschen erholen wollen... Tja, mache ich. Später. Die Betten sind nicht besonders gut im Untersuchungsgefängnis. Wissen Sie? Das glaube ich. Der Schweinebauchverwerter ist gekommen. Na, sowas? Wie ich hörte, ist aus dem Rockkonzert nichts geworden. Ja, Opi. So ist es. Hast ziemlichen Ärger gehabt durch mich, was? Es ging. Wenn ich wieder auf den Beinen bin, dann nehme ich dich mal mit. Ins Rockkonzert, meine ich. Ach bitte, das muss ja nicht sein. Ich schlepp dich auch nicht in Kammermusikabend. Du bist Arzt? Mhm. Dann besuchst du mich wohl öfter. Klar. Wenn du den Opi weglässt. Oh je. Das wird mir schwerfallen. Okay. Vielleicht gewöhne ich mich dran. Bis später mal. Irgendwie ist aber auch ein bisschen selber schuld. Sowas liest man doch nicht von der Straße auf. Da macht man doch einen weiten Bogen drumrum. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Morgen. Morgen, morgen. Na, nun sagt mal, wie war denn hier so die Volksmeinung über mich in den letzten drei Tagen? Ach, soweit ganz gut. Ich würde sagen, nicht schlecht. Abgesehen davon, dass ja immer mal dieses oder jenes über diesen oder jenen sozusagen. Ich hab schon kapiert. Ja, damit muss man halt leben. Morgen. Morgen. Willst du mich nicht reinlassen? Doch, doch. Komm rein. Entschuldigung. Sieht hier aus. Was ist schiefgelaufen im Labor? Rick sucht den Fehler. Bleib nicht lang. So war das nicht gemeint. Ich bin noch nicht ganz da. Sag mal, willst du einen Kaffee? Such du weiter. Ich mache mir den Kaffee selbst. Ich kenne mich ja aus.
habe mich wie ein Idiot benommen. Das stimmt. Tja. Ich meine, dass ich, dass ich sozusagen, der Zucker steht da drüben. Das weiß ich doch. Ich wollte ja nur sagen, dass ich hoffe, dass du weißt, dass ich... Ich wollte sagen, dass ich hoffe, dass du weißt, dass ich... Okay, ich fange den Satz von vorne an. Es ist zu befürchten, dass ich ab und zu solche Anwandlungen habe. Und dass ich das wiederholen könnte. Ich leide dann zwar hinterher sehr darunter, aber das nützt nichts. Darum überleg dir das gut. Was? Ob du mir verzeihst? Oh ja, gut. Moment, du bringst mir alles durcheinander. Außerdem wollte ich dir noch sagen, dass mir das leid tut, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Ich will nach Hawaii. Was? Na was? Nach Hawaii, als Geburtstagsgeschenk. Also, du hast Nerven. Ich habe an was ganz anderes gedacht. Was denn? Das kann ich jetzt nicht sagen. Hast du schon? Ja. Hier? Hier? Zeig's mir. Du, ich kann dir das jetzt nicht zeigen, weil... Könntest du denken, dass ich denke, dass... Mein Gott, jetzt geht das Gestottere schon wieder los. Ja, Entschuldigung, wenn ich dir das zeige, dann sieht doch das so aus, als würde ich mein dummes Benehmen aus der Welt schaffen wollen. Und das wäre mir peinlich. So. Naja, trotzdem, ich konnte einfach nicht anders. Als ich das Geschenk sah, da musste ich einfach. Ich will es jetzt. Klar? Na gut. Total übergeschnappt. Was sind das für Steine? Smaragd, Rubin, Saphir. Tut mir leid, Alexander, aber ich glaube, ich fange jetzt gleich an zu heulen. Verdammt! Ich muss leider immer heulen, wenn mich was überwältigt. Es tut mir leid. Ich glaube, ich mache heute Nacht kein Auge zu. Sag mal, warum denkst du denn eigentlich, dass du mit so einem Geschenk dein blödes Benehmen nicht aus der Welt schaffen kannst? Du musst einfach nur dazu sagen, das schenke ich dir aus Liebe. Das schenke ich dir aus Liebe.